Alle 30 Minuten wird in Deutschland ein Auto geklaut. Und dabei kommt immer seltener die Brechstange zum Einsatz, sondern moderne Technik. Hallo, guten Abend bei Service Trends. Also, ich habe ein neues Auto und ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass es nicht schlüssellos ist. Denn Keyless Go, so heißt diese Technologie, ist ja so bequem. Man kommt mit vollen Einkaufstüten ans Auto und wie von Zauberhand öffnet es sich. Und genau das machen sich Diebe zunutze. Keyless Go, Smart Key, Keyless Entry. Sehr schön einfach. Der Autoschlüssel bleibt in der Hosentasche, das Fahrzeug erkennt das Funksignal und lässt sich starten. Schlüssellos Autofahren. Diese Technologie ist auch toll für Diebe. Mit diesem Gerät kriege ich jedes Auto auf, jedes Keyless-Auto und kann auch jedes Keyless-Auto starten. Egal welcher Marke und egal welchen Typs. Für Autofahrer mit Keyless-Systemen ist das der blanke Horror. Und auch Peter Faust staunt. Keine Sicherheit mehr da. Man weiß nicht, was man machen soll mit der Kiste. Ne? Und na, so ein Scheißgefühl, auf Deutsch gesagt. Peter Faust kann kaum glauben, dass das Öffnen so leicht möglich ist. Er reist extra an, um mit uns gemeinsam seinen nagelneuen Wagen von Toyota zu knacken. Und er ist erschüttert. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Daraufhin bittet er seinen Händler um Nachbesserung des unsicheren Systems. Die Antwort lässt ihn staunen. Toyota Deutschland sagt einfach, der Fahrzeughalter ist dafür, für die Sicherheit seines Autos zu sorgen. Das Beste war, wenn man sich ein Haus kauft, kriegt man das ja auch nicht hundertprozentig sicher. Wir konfrontieren Toyota mit den Aussagen des lokalen Händlers. Deren Antwort: Sollte sich ein Kunde unsicher fühlen, so kann er dieses System deaktivieren. Dabei wird die Taste zum Öffnen zweimal gedrückt, während die Taste zum Schließen gedrückt wird. Diese Deaktivierung dient jedoch eigentlich zur Schonung der Batterie, da Fahrzeug und Schlüssel in ständigem Funkkontakt miteinander stehen. Nahezu alle renommierten Autohersteller bieten das Keyless-System an und sie wissen um die Gefahren. Dieben wird hier Tür und Tor geöffnet, sagt der Experte für Autosicherheit Udo Hagemann. Also die Hersteller wissen es, um genau zu sein, seit 17 Jahren, dass dieses Problem existiert und tun nichts, weil einfach sie eingefahren sind. Die Zulieferfirmen haben diese Geschichten einfach auch verbaut. Die haben die Maschinen dafür, das alles umzustellen, würde zig Millionen kosten und das leisten die sich einfach nicht. Also wird der Fahrzeugbesitzer weiter betrogen. Sparen auf Kosten der Kunden? Die Keyless-Methode ist verblüffend simpel. Der Autoschlüssel sendet ständig Funksignale aus. Mit der richtigen Software können die von Dieben sogar durch Wände abgefangen, verlängert und übertragen werden. Das Auto erkennt das Signal als eigenen Schlüssel und ist so schnell gestohlen. Aber sind die Autos tatsächlich so schnell zu knacken? Wir testen das auf einem Parkplatz mit Udo Hagemann und seinem Assistenten. Schnell sind Keyless-Wagen gefunden und schwupps, in 2 Sekunden ist unser Experte auch schon auf und davon. Der Renault-Fahrer ist schockiert. Er kommt aber wieder, oder? Er kommt wieder, ja, keine Sorge, er kommt wieder. Er fährt nur eine kleine Runde mit Ihrem Auto. Hätten Sie geglaubt, dass das so schnell geht? Nee, hätte ich so nicht geglaubt. Zum Teil kostet die Keyless-Funktion je nach Marke mehrere hundert Euro Aufpreis. Und im Handumdrehen sind Zehntausende von Euro dann einfach weg. Auch der Fahrer dieses BMW kann es kaum fassen. Das macht mir jetzt Angst. Ja? Und das ist völlig normal, dass das möglich ist, oder? Ja, das ist leider so. Das sind jetzt nicht der erste heute. Mit versteckter Kamera fragen wir Autohändler nach der Sicherheit dieser Systeme. Dieser Verkäufer hat nur einen Tipp. Mit Aluminium abschotten. Schlüssel in Aluminium einpacken. Das stört dann das System. Aber wer macht das schon? Der nächste Händler sagt uns Folgendes. Das ist ja der Komfort, den Sie bei Keyless haben, dass das Fahrzeug ständig dieses Signal sendet. Und der Schlüssel Sie erkennt und Sie das Fahrzeug gleich öffnen können, ohne den Schlüssel in die Hand zu nehmen. Deshalb können Sie das nicht abschalten. Vor allem Premium-Marken locken mit Keyless-System. Hersteller wissen um die Unsicherheit. BMW schreibt uns das Folgende.
Die Erkenntnisse über neueste Diebstahlmethoden werden zwischen Industrie, BKA und LKA rasch und umfassend ausgetauscht und fließen direkt in die technische Optimierung. Mercedes gibt uns diesen Hinweis. Keyless Go-Schlüssel bieten die Option, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegeln-Taste die Funktion auszuschalten. Damit ist das System auch per Reichweitenverlängerer nicht mehr kompromittierbar. Für den Sicherheitsexperten Udo Hagemann sind die Fahrzeughersteller einfach zu träge. Er hat eine Technologie entwickelt, mit der Keyless-Systeme gesichert werden können. Hier dieser Secure-Key, der macht im Grunde genommen nichts anderes, als Ihre Keyless-Anlage stromlos zu schalten. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Lichtschalter. Wenn Sie den ausschalten, dann brennt nichts mehr. Und es kommt auch kein Strom mehr an der Lampe an. Wem 250 Euro plus Einbau dafür zu viel sind, der kann seinen Keyless-Schlüssel in Alufolie wickeln. Das blockiert das Signal. Ebenso funktionieren Metalldosen. Wir verschenken welche in Bad Vilbel an Autofahrer und ernten dafür glückliche Gesichter. So. Jetzt sicher. Ob das allerdings im Sinne des Erfinders ist, ist fraglich. Da muss die Autoindustrie wohl schnell nachbessern. Total verrückt. Also entweder immer den Schlüssel ausschalten, da wo es möglich ist, oder in Alufolie einwickeln oder auch hier in so einer Box verstauen. Dann kann das Funksignal nicht angezapft werden, aber der ganze Komfort ist auch dahin. Wenn Sie, liebe Zuschauer, Fragen zum Thema Auto und Sicherheit haben, dann können Sie uns jetzt kostenlos anrufen unter 0800 400 33 33 und unser Experte wird Sie dann beantworten. Und das ist heute Cornelius Blanke vom ADAC Hessen Thüringen. Hallo Herr Blanke. Hallo Frau Brüning. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, diese Sicherheitslücken sind bekannt. Warum reagieren die Hersteller da nicht blitzartig? Ja, ich hoffe, sie reagieren bald, denn es ist ja wirklich ein Manko, das viel Geld kostet. Also ich habe kein Keyless Go und fühle mich damit, ehrlich gesagt, sicherer. Ich war jetzt heute echt auch froh, wo ich erst ein bisschen traurig war, hatte ich ja eingangs gesagt. Ne? Also es ist eine teure Technologie und dafür ist das Mindeste, dass man erwarten kann, dass es auch sicher ist, oder? Genau, das ist es zurzeit nicht. Das haben wir im Film gesehen, diese Funksignale, die auch durch Hauswände gehen, durch Türen. Der Wagen steht in der Nacht vor der Haustür und sie werden aufgefangen, werden weitergeleitet und der Wagen ist weg. Also wenn ich das, den Schlüssel wie klassisch, ne, an der Haustür, genau, irgendwie aufbewahre, im Schlüsselkasten, funktioniert das auch durch die Haustür, ja, durch. Gruselig. Rund 100 Autos werden jeden Tag in Deutschland gestohlen. Gibt es da eine Hitliste, welche Marken besonders beliebt sind? Ja, ganz beliebt sind die sogenannten SUVs, also Range Rover X6, X5. Das sind so die Wagen, die am besten weggehen. Also BMWs auch, ne? BMWs, große, genau, beispielsweise. Mhm. Die sind ganz beliebt. Mhm. Kann man auch umgekehrt sagen, welche Autos bleiben eher stehen? Das wäre ja auch eine gute Nachricht. Vielleicht für einen Tipp, wenn jemand sagt, ich wohne da in der Ecke, die nicht so ganz sicher ist. Welche Automarken sind ganz hinten? Also umso weniger die Fahrzeuge Premium-Marken sind, ja, umso sicherer ist man. Zum Beispiel beim Golf, beim Astra, die haben sehr hohe Auflagen, sind nicht so teuer. Da ist man auf der sicheren Seite und die sind auch sehr gut. Also von daher doppelter Gewinn. Gibt es denn solche Hochburgen, wo besonders häufig Autos gekauft werden? Wahrscheinlich eher in der Stadt, ne? Ja, die gibt es in der Tat, aber nicht nur in der Stadt. Berlin ist da ganz weit vorne, auch Görlitz, also nahe der polnischen Grenze. Aber auch in Hessen haben wir eine Hitliste. Da ist Kassel ganz, ganz vorn, gefolgt von Offenbach und dann kommt Frankfurt. Okay. Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der wohnt im Odenwald und stellt dort seinen Wagen ab. Da wird am wenigsten. Wollte gerade sagen, oder der parkt sein Auto im Odenwaldkreis und fährt dann mit der Bahn nach Hause. Das ist auch eine Idee. Auch gut, genau. Es muss ja wirklich ein Riesenschreck sein, wenn man morgens aus der Haustür kommt und das Auto ist nicht mehr da. Noch dazu kommt, dass manchmal die Versicherung dann Probleme macht und gar nicht zahlen mag. Ne? Ja, das Problem ist, man kann nicht nachweisen, dass der Wagen geklaut ist, weil dort liegen nicht wie früher Scherben oder irgendwelche anderen Reste von dem Aufbruch. Mhm. Und ich gehe davon aus, wenn das einmal passiert, dann wird die Versicherung, vermute ich mal, zahlen. Aber wenn so etwas zwei-, dreimal passiert, ohne eigenes Verschulden, da wird es schon ein bisschen enger. Und da muss man weitere Hilfen zu Rate ziehen und da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Und diese Nachweispflicht besteht aber oder die Versicherung, wie Sie sagen, kommt beim zweiten oder dritten Mal vielleicht schon und möchte gerne mal wissen, wie das schon wieder passieren konnte. Und die Brechstange kommt einfach nicht mehr so oft zum Einsatz. Ne? Genau, richtig. Und da muss man einfach in die Garage fahren, wenn man denn eine hat, und das Gartentor zumachen. Also muss auf die Art und Weise für Sicherheit sorgen. Die gute Nachricht ist, Sie können sich und Ihr Auto schützen. Es gibt sehr gute Sicherungssysteme, mit denen Sie Ihr Auto nachrüsten können und dies effektiv schützen können. Eine Lenkradkralle haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Aber wissen Sie, was es mit künstlicher DNA oder GPS-Ortungssystemen auf sich hat?
Wer sein Auto nicht schützt, ist es unter Umständen ganz schnell los, weiß Ulrich Buckmann vom ADAC Frankfurt. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte die Vor- und Nachteile technischer Hilfsmittel kennen. Das erste Hilfsmittel? Die Lenkradkralle. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Bei diesem Modell wird der Stab fest an das Lenkrad geschlossen. So verhindert die Lenkradkralle das Steuern des Autos durch Unbefugte. Für den Experten hat diese mechanische Verriegelung nur Vorteile. Sie ist relativ preiswert, sie lässt sich schnell montieren und sie hat eine sehr hohe abschreckende Wirkung auf den Autodieb, auf den vermeintlichen, weil er eben bereits von außen erkennt, ich habe hier Arbeit, ich muss hier Zeit aufwenden, um das Auto zu knacken. Ähnlich wirksam die Parkkralle. Ab 25 Euro aufwärts schützen diese mechanischen Sperren günstig und wirkungsvoll. Das zweite Hilfsmittel? Die Gangsperre. Das ist ebenfalls eine mechanische Barriere. Dieses Schloss sperrt den Schalt- oder Automatikhebel und verhindert so das Fortbewegen des Autos. Der Nachteil ist natürlich, die abschreckende Wirkung ist erst dann gewährleistet, wenn er bereits im Auto sitzt, er den Wagen also bereits aufgebrochen hat, Schäden verursacht hat, das ist leider Gottes der Nachteil, und dann eben erst feststellt, die Arbeit war umsonst, ich krieg den Wagen ja nicht von der Stelle. Und außerdem, mit einem Preis ab 300 Euro sind diese Schlösser ziemlich teuer. Sie müssen außerdem speziell für das Auto abgestimmt sein. Das dritte Hilfsmittel, das OBD-Schloss. Moderne Autos verfügen über die sogenannte Onboard-Diagnose, kurz OBD-Schnittstelle. Diese sichert man mit einem Schloss. Der Vorteil? Diese Sicherung schützt davor, dass der Autodieb nicht an diese OBD-Schnittstelle kann, denn da muss er dran, wenn er seinen Laptop anschließen möchte, um beispielsweise die Wegfahrsperre zu umgehen, um den Wagen starten zu können. Auch hier der Nachteil, der Dieb muss erst einen Schaden anrichten, bevor er bemerkt, dass er den Wagen nicht starten kann. Und mit 170 Euro ist es ein relativ teures Hilfsmittel. Nummer 4, die GPS-Überwachung. Durch moderne Ortungssysteme kann der Standort eines Autos jederzeit ermittelt werden. Das GPS-System ist ziemlich teuer. Das Hauptmodul kostet mehrere hundert Euro plus der monatlichen Kosten für den Ortungsservice. Trotzdem, für den Experten ist das durchaus sinnvoll. Der Dieb geht ein sehr, sehr hohes Risiko ein, dass, wenn er ihn entwendet, dass er auch relativ schnell aufgefunden wird. Und das Risiko gehen die wenigsten ein, meines Erachtens. Allein ein Aufkleber kann hier eine wirkungsvolle Abschreckung sein. Hilfsmittel Nummer 5, die DNA-Sicherung. Zu den modernen Abwehrmethoden gehört auch künstliche DNA, bei der die Fahrzeugidentnummer chemisch auf die Seitenscheiben geätzt wird. Ein Fahrzeug, was derartig präpariert ist, wird natürlich einen vermeintlichen Autodieb abschrecken, wenn er das gesamte Fahrzeug stehlen will und veräußern möchte. Dann hat er ein Problem, weil er ja alle Scheiben austauschen muss. Ist er lediglich an dem Fahrzeug interessiert, um es auszuschlachten, dann spielt natürlich die Kodierung keine Rolle und er wird den Wagen trotzdem mitnehmen. Das Fahrzeug wird aber in jedem Fall unattraktiver für Autodiebe. Der Preis für ein Set liegt bei etwa 70 Euro. Erschwinglich und einfach und übrigens auch für die wertvolle Innenausstattung. Boah, spannend, was es alles gibt, Herr Blanke. Würden Sie denn sagen, elektronische Sicherungssysteme sind sicherer oder weniger sicher als so mechanische? Hier so eine Lenkradkralle, die gibt es ja schon länger auf dem Markt, ne? Genau. Der Dieb versucht immer, den geringsten Widerstand zu haben. Das heißt, er will risikolos einbrechen. Es muss schnell gehen, komfortabel sein für ihn. Und er muss es vorher sehen. Wenn also der Dieb zum Auto kommt und sieht die Lenkradkralle oder hier die Parkkralle, dann wird ja schon signalisiert, oh, da habe ich richtig Arbeit. Mhm. Das dauert lange, es ist ein Risiko. Als Dieb würde ich dann zum anderen Wagen gehen. Mhm. Die ganzen Dinge, die wir gesehen haben, DNA und so weiter, sieht er ja, wie im Bericht erzählt, erst sehr viel später, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Deshalb bin ich ein Freund von diesen beiden Geschichten. Günstig und sehr sicher, optimal. Wollte gerade sagen, 20 Euro hier für so eine Kralle ist ja auch echt kein Geld, ne? Was halten Sie von Alarmanlagen? Alarmanlagen sind grundsätzlich nicht schlecht, aber wir alle kennen das. Irgendwie hört man ein Geräusch, man beachtet es gar nicht mehr draußen.
groß. Ich habe das vorhin gesehen, da haben Kinder Fußball gespielt, der Ball knallte ins Auto, der piepte 8-mal, die Kinder spielten weiter, die kannten das Geräusch schon. Mhm. Es reagiert keiner mehr darauf, es ist sehr störanfällig. Mhm. Von daher ist das immer das Beste aus meiner Sicht. Mhm. Ich finde ja eigentlich auch diese Idee mit diesen Aufklebern ganz charmant, ja. Weil ich kann irgendwie behaupten, da ist ein GPS-Sicherungssystem drin, nachprüfen kann es der Dieb ja in dem Moment nicht, oder? Das ist wahr, aber vielleicht sagt er, ich gehe das Risiko ein und probiere es aus. Mhm. Hier geht das Risiko nicht ein, hier auch nicht, da vielleicht schon. Das kostet aber auch nur 1,50. Und das 25 Euro. Ich würde dann trotzdem was kaufen, Frau Brüning. Okay, überredet. Mal abgesehen von der Automarke, gibt es ein paar Dinge, die Autodiebe regelrecht anziehen? Ne? Welche Sachen sind das so? Also wenn der Wagen im Dunkeln steht, in einer Hecke, nachts überhaupt nicht weiter einsehbar, das ist quasi eine Einladung für einen Dieb. Mhm. Genauso ist eine Einladung, wenn er sieht, oh, im Auto sind Wertgegenstände. Und wenn es nur Jacken sind oder andere Dinge, sagt er, wo vielleicht eine gute Jacke ist, eine teure Jacke ist mehr zu finden, ein Handy, ein Laptop, andere Dinge. Und das ist quasi wie ein kleines Schaufenster für ihn. Also Empfehlung, den Wagen immer dort abstellen, wo viel Licht ist, wo viel Leute unterwegs sind, auch nachts, wo immer wieder jemand gucken kann, vor Hochhäusern beispielsweise, auch im Eingangsbereich. Mhm. Das ist schon sicherer. Mhm. Manchmal hat man schon auch gehört, den Tipp, das Handschuhfach aufzulassen, um zu sehen, da sind wirklich keine, zu zeigen, da sind keine Wertgegenstände drin. Ne? Und dann gibt es tatsächlich ja auch grob fahrlässiges Verhalten, wo dann wieder die Versicherung sagt, nee, also da zahlen wir jetzt auch wirklich nicht, zum Beispiel, wenn der Ersatzschlüssel im Auto ist. Ne? Ja, und dann auch im Handschuhfach vielleicht. Mhm. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also solche Dinge sollte man beachten. Das sollte aber auch zu Hause da nicht, auch wenn man im Urlaub ist und mit dem Wagen nicht gefahren ist, mit dem Zweitwagen vielleicht, auch da sollte es nicht einfach dort in der Garderobe abgelegt werden. Okay. Da gibt es schon bessere Plätze und das sollte vielleicht nicht dort sein, wo der Besteckkasten ist. Also da muss man schon ein bisschen weiterdenken. Mhm. Wenn ich jetzt feststelle, Sie haben mir auch eben im Vorgespräch gesagt, es geht teilweise so weit, dass nur deswegen in ein Haus eingebrochen wird, um sich da den Autoschlüssel zu mopsen und irgendwann in Ruhe damit abhauen zu können. Wenn ich merke, der Schlüssel ist verloren, was soll ich dann machen? Ja, dann muss ich den quasi ähnlich wie das Konto sperren lassen. Das heißt, ich rufe sofort bei einem Fachhändler an oder beim Autohaus, dann wird das gesperrt, sodass quasi das unbrauchbar gemacht wird, ähnlich wie das Bankkonto. Mhm. Und dann wird alles neu justiert, wird neu eingerichtet, neu kodiert, wird quasi dann sicher gemacht. Mhm. Und nicht den Autoschlüssel klassischerweise bei der Haustür aufbewahren, haben wir eben gehört, zumindest wenn man diese Technologie hat. Ne? So manch gestohlener Wagen landet nicht gleich im Ausland, sondern auch auf dem hiesigen Gebrauchtwagenmarkt. Vielleicht mit gefälschten Papieren und manipuliertem Tacho. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Tricks von Betrügern auf die Schliche kommen. Sie locken mit Schnäppchenpreisen, super Sonderangeboten und dem garantiert günstigsten Preis. Für viele Hessen kommt als Neuer nur ein Gebrauchter in Frage. Vom Händler oder doch lieber aus dem Netz? Ich mache lieber das im Autohaus. Fühle ich mich irgendwie sicherer halt. Ne? Ich schätze, man hat ein größeres Spektrum übers Internet als jetzt bei einem lokalen Händler oder so. Ja, auf jeden Fall lieber Internet, weil man da halt auch Privatanbieter findet. Und ich finde, sowas ist immer so ein bisschen persönlicher als ein Autohändler. Der Gebrauchtwagenmarkt boomt, aber leider wird in dieser Branche auch getrickst, was das Zeug hält. Viele nutzen die Unwissenheit der Käufer aus, warnt Piero Scazzi vom ADAC Hessen-Thüringen. Gerade bei Annoncen aus dem Netz sollte man deshalb auf bestimmte Dinge achten. Ganz wichtig sind da Bilder zu dem Fahrzeug sichtbar. Dann kann man davon ausgehen, wird ein Fahrzeug sein, was auch gut angepriesen werden soll. Dann kommt es darauf an, was für Informationen sind über den Verkäufer in der Annonce oder in dem Inserat drin. Und dann auf jeden Fall persönlich vorbeigehen und das Auto selbst begutachten. Gemeinsam mit dem ADAC-Experten und einer versteckten Kamera geben wir uns als Interessenten aus und besuchen einen Händler. Uns interessiert ein Polo mit pinken Ledersitzen laut Internet für 1.800 Euro zu haben. Als der Händler bemerkt, dass wir uns speziell für dieses Fahrzeug interessieren, ist er sehr aufmerksam und freundlich, fährt die sogenannte Kumpelmasche. Die Farbe sei perfekt für uns, sagt er, das Auto einzigartig. Wir fragen nach den Vorbesitzern. Und plötzlich wird das Deutsch des Händlers merklich schlechter. Erste Hand, ist aber zweite. Als wir den Händler auf einen Schaden an der Seite ansprechen, ist uns auch da wieder die Sprachbarriere im Weg. Scheinbar eine Taktik. Unfall ist ganz anderes. Ist gerannt. Bedeutet, wollte auf Parkplatz raus. Und dann hat er ein bisschen nicht geachtet und hat hier gerannt. Er meint natürlich geschrammt,
Aber immer wenn es um so spezielle Fragen geht, wird die Verständigung plötzlich sehr schwierig. Dank der neu gewonnenen dicken Freundschaft, alle sind direkt per Du, startet die Probefahrt ohne Fahrzeugschein oder Papiere. Wir fahren zu einem ruhigen Plätzchen und schauen uns den Wagen genauer an. Beim Blick unter die Motorhaube fällt eines gleich auf. Die Schweißnähte am Kotflügel auf der Fahrerseite sind nicht mehr im Originalzustand. Das muss ein Schaden gewesen sein. Das ist nicht original und das ist auch nicht mit einem kleinen Parkrempler eben erklärt. Die Reifen haben nur noch 3 mm Profiltiefe, da bräuchte es definitiv neue. Und innen sieht es auch nicht besser aus. Also was hier natürlich sehr stark auffällt, ist dieser muffige Geruch. Also hier war definitiv ein Wassereintritt in diesem Fahrzeug. Das riecht man noch, man sieht es auch an verschiedenen Stellen. Und es wäre eventuell sogar eine Erklärung für die sehr aufwendige, nachträgliche Installation der Ledersitze oder Ledersitzbezüge. Zurück beim Autohändler sprechen wir über den Preis. Aus 1.800 Euro werden ganz plötzlich 2.500. Die Taktik: versteckte Kosten. Es ist ohne TÜV, aber wir können auch TÜV machen. Das kostet 350 Euro mehr. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn wir den Wagen gereinigt haben möchten, kostet das nochmal 100 Euro, eine Garantie 300. Am Ende liegt der Preis bei 2.500 Euro für einen Wagen, der laut Experte keine 1.000 Euro wert ist. Und egal, ob wir nach dem Geruch oder nach Sommerreifen fragen, der Händler weicht aus. Wenn spezielle Fragen gestellt werden, so wie wir sie gemacht haben, was ist mit der Anzahl der Vorbesitzer, was ist mit dem Unfallschäden, wieso ist das Serviceheft in einer anderen Sprache ausgestellt, da wird immer ausgewichen. Bei einem anderen Gebrauchtwagenangebot aus dem Netz vermuten wir den sogenannten Strohmann-Trick. Denn häufig werden Wagen von Händlern angeblich im Kundenauftrag verkauft. Eine beliebte Masche. Denn verkauft der Händler das Auto für einen Kunden weiter, darf er die Sachmängelhaftung ausschließen. Fragen Sie deshalb immer, ob die Rechnung auch wirklich vom Kunden kommt. Wenn die Rechnung allerdings von dem Händler ausgestellt wird, dann muss er die Sachmängelhaftung auch dafür tragen. Und somit kann er noch dreimal hinschreiben, das wird vom Privat verkauft, er ist in der Haftung. Ebenfalls weit verbreitet ist der Tacho-Trick. Oft ist der Kilometerstand erstaunlich niedrig. Die Technik, um einen Tacho zu verändern, kann man günstig kaufen und der Betrug ist kaum nachzuweisen. Aber an Verschleißteilen oder dem Motor lässt sich das wahre Alter eines Autos erkennen. Außerdem: Das Serviceheft, das sollte auf jeden Fall den Kilometerstand aufzeigen. Dann gibt es TÜV-Berichte, da steht auch immer der Kilometerstand drauf. Zumindest war der letzte TÜV eben war bei dem Fahrzeug. Und zu guter Letzt kommt es natürlich auch auf das Gefühl drauf an, wie ist das Lenkrad, wie sind die Pedalerie, wie fühlt sich das alles an. Der Tipp vom Experten: treffen Sie beim Gebrauchtwagenkauf eine Auswahl, dann den Verkäufer persönlich kontaktieren und die wichtigsten Punkte klären. So spart man viel Zeit, Mühe und Nerven und am Ende gibt es auch kein böses Erwachen. Herr Blanke, unsere Zuschauer möchten gerne wissen, wie kann man verhindern, beim Gebrauchtwagenkauf übers Ohr gehauen zu werden? Ja, zuerst einmal den Kopf entscheiden lassen und nicht den Bauch. Das geht am besten, wenn man jemanden mitnimmt, der autoaffin ist, bestenfalls Kfz-Mechaniker ist und der einfach mit dem Kopf schaut, was ist wirklich dran, sind die Spaltmaße entsprechend, ist alles wirklich in Ordnung, wird der Gebrauchtwagen privat verkauft, auf irgendeinem Parkplatz oder dann zu Hause im Umfeld, da gibt es verschiedene Punkte und wenn man nicht ganz sicher ist, neben dem Kfz-Meister, den man vielleicht hat, gibt es vom ADAC so ein Heftchen, ADAC Gebrauchtwagenkauf mit einer Checkliste, da ist eigentlich alles drin und da kann man wirklich die Kreuze machen. Und wenn die Smileys oft genug dabei sind, dann ist es eine relativ sichere Sache oder man lässt die Hände davon. Was halten Sie denn von diesen Plattformen, von den großen im Internet, also Autoscout24, mobile.de, wie sie alle heißen? Die bauen schon Sicherheiten ein, da gibt es Moderatoren, die das Ganze überprüfen. Aber auch da gilt wieder, wenn ich mir einen Wagen anschaue, nehme ich jemanden mit, der Ahnung davon hat, um auf der sicheren Seite zu sein. Was ist beim Kaufabwickeln das Wichtigste? Sie haben, glaube ich, einen Mustervertrag auf Ihrer Homepage. Genau, den kann man sich runterladen, ausdrucken, da gibt es die wichtigsten Punkte, also aus erster Hand. Wie viele Kilometer, die Originalkilometerleistung. Und dann schaue ich die Sachen an, wie Reifen, wie die Pedalerie, passt die zum Kilometerstand. Okay, herzlichen Dank. Ich fasse mal zusammen für Sie, liebe Zuschauer, Hilfe. Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Denken Sie dran, bei einem Privatkauf haben Sie keine Garantie. Sichern Sie Ihr Auto vor Diebstahl. Die gute alte Lenkradkralle schreckt immer noch am besten ab. Und wenn Sie ein modernes Auto ohne Schlüssel haben, also Keyless Go, dann schalten Sie den Schlüssel ab, wenn es geht. Oder so doof, dass auch
auch klingt, wickeln Sie ihn in Alufolie. Alle Tipps finden Sie auch im Netz unter service.hr.de. Morgen ist ja Feiertag, aber am Freitag wird bei Hallo Hessen lustig weitergegrillt. Und da dürfen Klassiker wie Steak und Würstchen natürlich nicht fehlen. Mit welchen Soßen und Beilagen Sie Ihre Gäste begeistern können, das erfahren Sie am Freitag um 16.05 Uhr bei Hallo Hessen. Und das war es diese Woche für uns. Herzlichen Dank, Herr Blanke, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Nächste Woche steht Matthias Münch für Sie in den Startlöchern. Und jetzt kommt ein Alle-Wetter mit guten Nachrichten und ein schönes, langes Wochenende. Alles Gute für Sie. Tschüss.